Herzlich willkommen bei Generation Zero. Hi. Ja, wir stehen Wir jetzt hatten vor dem das. Container. Ja, wir hatten da ja in der letzten Aufnahme einen kleinen Bug, den haben wir gefixt. Ja. Mühselig. Spiel beendet, hierher gelaufen, nochmal alles durchgekämpft. Etc. pp. Und jetzt schauen Sind wir wir mal hier hier. rein, was hier abgeht. Bevor du schießt, lass mich kurz hier weggehen. Okay, der Lass uns Sch erstmal das Teil begutachten. Das qualmt. Da oben ist jetzt wieder Mission. Ja, die Mission war ja voll. Oh. Oh. Kommt er Kam der plötzlich denn her? her? Der stand plötzlich hier neben mir. Das war aber nicht der da drinnen. Total eigenartig. Wollen wir es in die Luft jagen da drin? Weil Ja. irgendwas müssen wir ja da machen. Granate? Warte, ich weiß auch eine. Oh. Ah, okay. Jetzt müssen wir den Feldzugsplan finden. Hast du aber fein gemacht. Ja. Wollen wir noch mal kurz hier gucken, ob hier irgendwas war? Ja. Durchhuschen. Da ist nichts. Okay, da ist nichts. Wir können weg. Das Tor hier öffnet sich auch, ne? Wenn du zu mir kommst, aber wollen wir zur Mission? Ich würde sagen, wir sollen ja die Feldzugspläne alle finden. Ja, aber das ist alles so verlockend, ne? Ja, auf zur Mission. Da haben wir ja eben böse Erfahrungen gemacht. Hier unten geht's Was ist irgendwo das hier? hin. Da unten geht's irgendwo hin. Keine Ahnung, irgendwie so ein Tunnelweg. Ich gehe nicht hin. Ja. Lass uns hoch. Hoch zur Gehen erstmal Mission. hoch zur Mission. Ja, Ja. genau. Oh, ich habe nur noch 20% Leben. Ja. Ich mache erstmal Leben voll, bevor ich irgendwo hingehe. So. Okay. Ja, da lag das Funkgerät. Kann man da was machen? Nein. Okay, gehen wir weiter. Oh, hier kann man. Ah, okay, das kennen wir doch. Ne, so einen Raum kennen wir. Den Raum hier kennen wir nicht. So. Ja, die Bunker haben wahrscheinlich alle ähnliche Räume. Glaube ich auch. Alles standardisiert. Wäre ja auch zu anspruchsvoll, alles einzeln zu einzurichten hier. Ja, ich würde Geh sagen, erst erstmal gehen hier wir. rechts. Genau. Ah, der Schachclub. Hm. Der Streamer-PC, der läuft nur auf Hochtouren, der rendert wahrscheinlich gerade irgendwelche Videos. Ich glaube, wenn du mit dem irgendwas rendern willst, dann wirst du in 10 Jahren nicht fertig. Okay, Feldzugsplanraum. Ah, gibt's hier irgendwas Cooles? Vernagelt die Kanonen, das Mädchen, das Wolf brüllte. Annehmen. Okay, wir haben jetzt Welches hast du angenommen? Das obere? Ach, nicht, das untere. alle. Fertigkeitspunkt gewonnen. Gleich verteilen. Ja. So. Ich erhöhe meine Gesundheitsmenge.
Da bin ich auch gerade dran. Haben wir jetzt hier ein... Wir haben jetzt einen Unterschlupf. Hm. Kommandobunker Minken. Ich würde sagen, als nächstes gehen wir dahin. Oh, geheime Fracht. Da können wir auch hin. Das ist ja alles vor der Tür. Ja, genau. Der nagelige Kanonen, ja. Wenn man sich ansieht, hier haben wir angefangen vor 30 Folgen hier hinten. Ja, 30 Folgen und wir sind erst hier. Ja. Und das kommt noch alles. Ja, ist ein bisschen viel, oder? Und ich glaube, wir haben nicht wirklich alles erreicht beim bei den ersten Folgen. Also wir haben bestimmt noch ein paar Sachen übersehen. Ja, und wir haben auch viel lange gebraucht bei manchen Dingen. Ja, zu lange. Läuft die Aufnahme wirklich erst 5 Minuten? 6 Minuten, ja. Es ist so viel passiert, ey. Ja, weil wir außerhalb der Ausnahme als vorbeigelaufen sind. Oh, Veronikas Nachricht an das Militär lesen. Audio abspielen. Haben wir das nicht schon? Nachricht von Jor. Veronika. Veronika, ich spiel das auch mal. En telefonsvarare. Ja, men fan, ni måste skämta. Okej, minns ni de sjuka grejerna jag berättade om på FOA 53? Was? Nu har ni 11 döda forskare på ert samvete. Det skulle ha varit 12 om inte jag hade... Fan, lyssna nu. Ni måste stoppa evakueringen. Det här är inte det ni tror att det är och jag kan bevisa det. Skicka någon till Adavägen 2 i Kolleby, skynda er, ja. Alltså kommer ni ens att lyssna på det här? Helvete! Okej. Das hört sich eigentlich nicht schlecht an. Hm. So, du willst ja dahin die geheime Frachtmission, ne? Von mir aus irgendeiner, ist egal. Die ist ja hier direkt vor der Tür. Ja. Ups, du springst auch übrigens. Ich glitsche, oder was? Mhm, bisschen. Geheime... Wo ist sie denn? Ach, da bei der 1. Habe ich sie markiert? Natürlich habe ich das. Ne, welche 1? Da oben. An der Spitze. Okay, die Mission ist direkt unter uns. Dann lass es zu der hier. Die Mission ist... ist im Bunker. Das, ja, das ist der Funkspruch, den wir nicht abhören können. Achso. Weil das Funkgerät nicht mehr da ist. Welche Mission ist da? Die ich jetzt markiert habe, die 1. Wie heißt die? Die Saat des Zweifels. Die wird mir zwar nicht angezeigt, aber okay. Oh, hier ist auch noch Burg, ne? Wo bist du? Wo hast du mich denn gesehen? Keine Munition. Au. Tot. Hupsi. Du auch? Nein. Ich meine mit Hupsi, ich habe aus Versehen das Auto in die Luft gesprengt. Ich habe schon wieder keine Munition für diese Waffe, warum nicht? Hey, nur Müll. Ich habe doch noch voll viel Munition.
Oh, hier ist eine Waffe. Eine Waffenkiste. Oh! Hier ist eine Magnum bei mir. So. Supergeil. Supergeil. Hammergeil. Oh! Halte ihn. Begib dich in die nahegelegenen Ruinen. Wir müssen zur Burg. Ja. Guck mal, was ich gefunden habe. Guck mal, vielleicht ist bei dir auch eine Waffe drin. Warte, Nils. Dies hier ist für dich, die unglaublichen Abenteuer von Nils. Kapitel, Fragezeichen. Der mutige Frischhaber Nils Andersson, diesen Reden von den Schatz Sowasti auf, der auf dem Balkon. Schau, wo die Sonne aufgeht. Da blickt die berühmte Burg Nils zu. Ne? Okay. Komm, was ich gefunden habe. Ja, warte, warte, wo bist du? Neben dir. Ach so, so eine hatte ich auch schon oft gesehen. Welches Level? Pff, ganz schlecht. Ich habe die zum ersten Mal gesehen. Hm. Ein Stern. Ich habe sie schon ein paar Mal gesehen, aber die war ja schlechter wie die, die ich aktuell habe. Ich habe noch zwei andere. Oh, hier ist was. Hier ist ein Mission Rucksack. Abgeschlossen, die Saat des Zweifels, was? Hier ist Rucksack, Waffe und alles. Was ist das für eine Waffe? Funkgerät ablegen. Schnitzeljagd. Ja, okay. Ablegen. Hauptsache, ich nehme einfach jede Waffe mit, die ich finde. Und wir haben uns dann die Ohren voll, dass du... Hallo, geh bitte zurück. Volles Inventar. Danke. Hast. Was war das? Hast du hier alles abgelegt, hier hinten? Nö, das war alles da. Weil, hätte mich gewundert, weil du Medipacks abgelegt hast. Hab ich nicht, das war da. Ich glaube, das war eins von der Quest irgendwas. Medipacks würde ich nie freiwillig ablegen. So, wir sollen jetzt... Aktivierst du eigentlich auch immer die Mission? Ja. Nö. Ich schon. Was steht denn da? Schnitzeljagd, aber... Hast du die gerade aktiviert? Hm. Warst du hier im Schuppen? Oh! No Title... No Titel... Provided. Also eine Mission, wo kein Titel ist, habe ich hier gerade. Direkt bei uns. Bei der 1. Hast du das Schreien gerade gehört? Nein. Jetzt habe ich es gehört. Hier sind Robbies bei der Ruine. Hab's gesehen. Alter. Wieder weggeflogen ist. Ich hab's gesehen. Hat mich gerade ein bisschen erschreckt. Hier war da noch einer, oder? Oh, hier ist auch eine Waffe. Wo? Oh, ich hab was gefunden. Schnitzeljagd. Anscheinend hat jemand seine Familienwaffe für seinen Sohn zurückgelassen. Er hat die Waffe genannt, die alte Bettern. An einem geheimen Ort irgendwo in der Kirche hinterlegt, den beide kennen. Die haben wir doch schon gefunden. Die alte Bettern? Ja. Ich habe hier ein Jagdgewehr Stufe 3. Habe ich auch gefunden. Und ein Visier dazu gleich. Ja. Und Munition dazu gleich. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Waffen. Gleich ausprobieren. Ja. Was für eine Munition nimmt denn die? 270. Ich weiß es nicht. Hast du Munition für die Waffe? Nicht wirklich. Ich hab auch keins. Du? Nö. Doch, ich hab. Wie sieht die aus? Welche Farbe hat die? Gelb.
Das ist 270 Teilmantel. Doch, doch, habe ich, habe ich. Sorry. Ich dachte wirklich, dass ich es nicht habe. Gibt es hier am Steinhaufen irgendwas? Ach, wollte ich auch gerade hin. Nichts. Steine. Ich guck hier nochmal in der Ruine genauer. Boah, Alter, wie gut der zielen kann. So, nächste Mission. Alter, das mit der Ruine, ne? Das sieht so geil aus. Das wird mein Thumbnail. Okay. Die machen wir jetzt. Wir gehen zum Fischerdorf. Das muss irgendwo. Sag mir nur, welche Mission. Jenseits der Barrikade. Oh, das sieht wirklich cool aus, der Sonnenaufgang. Ja, jenseits der Barrikade. Hast du das Fischerdorf markiert? Wenn ich wüsste, wo es ist. Ich schätze mal, das wird hier sein. Weil ein Fischerdorf ist ja normalerweise... Lass uns erstmal dahin, ja. Oder? Da war doch diese Markierung, oder? Welche Markierung ist denn da? Bei der 1, die ich gerade markiert habe. Da war doch auf dieser Karte eine Markierung. Ja, dann lass mal zu 1 gehen. Oder irre ich mich da? Warte, ich guck nochmal. Ja, guck lieber nochmal. Wie kann ich denn die Karte vergrößern? Kann ich nicht. Bevor es da zum Geschwungenen geht. Nee, es müsste da bei der 2 sein, da wo du gemarkiert hast. Und bei der 1 nicht, oder was? Nee, bei der 2. Okay. Alter. Ich fall hier gerade auch runter. Alter, dieses Herzpauchen, ich denke wirklich ständig, da rennt irgendjemand mir hinterher. Ja, oder ja, so. So ein großes vor allem, ne, denke ich immer. Ja. Ich will das Gewehr mal hier ausprobieren. Aber wenn du mal damit zoomst, das ist extrem nah. Und das kann man auch ranzoomen mit dem Mausrad, ne? Stimmt, noch mehr. Du Scheiße. Damit können wir bestimmt ein bisschen besser snipern. Das hoffe ich doch. Dann schmeiße ich die andere gleich weg, wenn die besser ist. Nimm nur das Visier runter. Und die Munition raus. Ah, ich finde, man sollte die Geräusche abstellen können, die Herzgeräusche. Naja, ist realistisch. Ja, ja, aber... wortwörtlich. Fischerdorf. Oh, 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 oh. Ich probiere gleich. Soll ich? Ich probiere auch gleich. Die hat ordentlich Wumms. Ja. Und sehr treffsicher. Halt, da ist nur einer. Da ist einer. Findest du nicht mehr so lustig, wa? Ne, ich glaube, nachdem wir die tot sind. Obwohl, vielleicht. Genau, würde ich sagen, vielleicht sind sie dafür geschaffen, um zu sterben. Guck mal gegenüber, was da hinten ist. Okay, hier in das Haus gehen wir zuletzt. Da ist Gas und da ist die Mission. Okay. Wie immer, da ist die Mission, da gehen wir zuletzt rein. Hier im Truck bei mir sind Kisten mit Munition. Im Truck? So, jetzt muss ich eine Waffe wegwerfen. Was habe ich denn da gerade gefunden? Eine Landmine.
Alter, die kann man bestimmt voll gut bei den großen Robotern ausnutzen. Hm. Aber ich habe viel zu viel Scheißdreck dabei, sehe ich gerade. Ja, die Landmine müsste man irgendwo ablegen, wo die drüber laufen würden. Ich überlege gerade, ob ich nicht die Panzerfaust wegwerfe. Wie du möchtest. Das, was du am wenigsten benutzt, würde ich machen. Macht am meisten Sinn. Oh, hier ist ein Maschinengewehr. Panzerfaust ist ja eh nur Level 1. Was ist das für ein Gewehr? So, wenn du Panzerfaust-Munition brauchst, die habe ich auch mit abgelegt. Mhm, die würde ich nehmen. Die liegt hier bei mir. Hast du explosive Granaten oder nur diese Rauchgranaten? Beides. Weil diese Rauchgranaten, die würde ich nicht nehmen. Die bringen nichts. Stimmt. Genau wie diese Rauchdings. So, ja, okay, die habe ich schon. Mal gucken, was der Typ dabei. Ah, ein Dietrich. Hauptsache, der Typ ist tot und hat einen Dietrich dabei. Ja, wer weiß, wo der noch rein möchte. Ich glaube, wenn man tot ist, öffnet sich jede Tür. Eine Tür auf jeden Fall. Aber du hast die Landgranate, na, Feldmine. Hast du da bestimmt irgendwo auf den Boden gelegt und nicht platziert, oder? Nicht, dass ich da drüber latsche. Ich habe die noch eingesteckt. Okay. Weil ich latsche dann da drüber, dann fliege ich in die Luft. Wäre auch eine schöne Unterhaltung für mich. Für dich schon, ja. Ja, hier hinten das Haus ist zu. Ah, hier hast du dein Dings hingeschmissen. Ja, im LKW. Oh nö, ich habe schon wieder keinen Platz. Für welche Waffe ist das? Ich kann das für keine Waffe benutzen. Ja. So, wo ich war die Mission jetzt drin? In welchem Haus? Hier. Ich ziehe mir kurz eine Maske an. Oh, warte, ich auch. Darf ich schon mal rein? Ja. Ich habe was gefunden. Mhm. Die ist am besten draußen. Gerade gemacht. Lock. Meine liebe kleine Veronika, Sie sind hier, die Armee. Sie wollen, dass wir uns friedlich ergeben und die Barrikade öffnen. Sie sagen, wir sind in Gefahr, wenn wir nicht zum Untergehen. Warum ist der hier so friedlich alarmt überhaupt losgegangen? Sind es die Russen? Deine Mutter und ich wissen nicht mehr, was wir glauben sollen. Aber wir vertrauen dir plötzlich. Ich hoffe, dass alles wird bald vorübergehen. Ein bisschen Papa. Das war der erste Hinweis. Und hier ist das. Hast du noch irgendwas? Ich suche gerade. Hier ist eine Kiste. Munition. Ich muss raus, sonst bin ich tot. Ja. Nee, nee. Wo geht's da lang, raus? Da lang, ja. Das war knapp. Das war alle höchste Eichen. Ja.
nichts mehr. Ah, die Markierung am Haus ist auch weg, ne? Hm. Ja, das wird noch woanders stehen. Ne, wenn ich reingehe, ist es noch da. Oh, wir müssen die Folge beenden. Oh ja. Ja, dann suchen wir in der nächsten Folge nach dem weiteren Hinweis. Wenn jetzt kein Dingens mehr da. Suchen Dorf nach Hinweisen. Also, ganz Dorf dann. Und wir sehen uns in der nächsten Folge, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Genau. Bis dann. Bis denn. Ciao. Ciao.